Heute für dich dein Wochenorakel für die Kalenderwoche 39. Hallo und willkommen bei Astro Antwort Impulse. Danke für eure Likes und Abos. Bitte bedenkt immer, dass das hier eine allgemeine Legung ist. Sie kann nicht auf jeden zutreffen. Wenn du nichts findest, was gerade zu deiner Situation passt, dann zieh weiter. Des Weiteren, lass dich nicht triggern von eventuell negativen Themen, die auch angesprochen werden. Wie ihr schon wisst, scheue ich mich auch nicht, das zu benennen, was im Kartenbild sich als kritisch darstellt. Ich verweigere mich der Schönfärberei und ich denke, damit ist euch am besten geholfen. Wie ihr seht, habe ich die Karten schon gemischt und ausgelegt für unser Wochenorakel. Heute arbeite ich mit dem Giga-Tarot, ist auch ein Tarot, was von einem Künstler kommt, ich glaube HC Giga oder so ähnlich. Ich müsste selber nochmal nachschauen, ich werde es aber unten in der Infobox auch vermerken, wie das Deck genau heißt, wer der Künstler ist. Ein bisschen, ja, sag ich mal so, düsteres Tarot ist auch Absicht. Ich muss ehrlich gestehen, ich mag diese düsteren Tarots auch ganz gerne. Ich möchte auf jeden Fall heute mal damit arbeiten. Ihr seht schon die Kartenrückseite, lauter Augen gucken uns an. Alleine das ist ja schon ein bisschen unheimlich, aber Scherz beiseite. Am Unterdeck haben wir hier schon eine erste Energie und hier haben wir die 7 der Schwerter. Und wir wissen, die 7 der Schwerter ist immer ein bisschen eine Warnung, blockierende oder fördernde Energie. Und hier habe ich direkt das Bauchgefühl, dass das eine blockierende Energie ist. Und wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Ich sage erstmal nichts dazu. Lass uns erstmal schauen, wie die Woche sich so anlässt. Also Kalenderwoche 39. Und wir kommen einmal zur Hauptenergie der Woche. Und hier haben wir einmal den, auch ein großes Arkanum, eine starke Energie, den Eremiten. Und der Eremit, der steht dafür, dass man erstmal alleine das Licht der Wahrheit, seine Erfüllung sucht. Und dass man mit totaler Ernsthaftigkeit und Perfektion bei seiner Sache ist. Ich bin jetzt mal gespannt, was sich im Laufe der Woche zeigt, worum es hier geht. Ich habe mir nämlich auch noch schöne abgegriffene Karten bereitgelegt, nämlich das Ur-Lenormand. Ich finde, das passt vom Farbstil auch sehr gut zu diesem Deck. Was heißt das denn? Eremit allein, Einsamkeit, Zurückgezogenheit, Reflexion, aber auch Sorgfalt und Ernsthaftigkeit. Was ist denn da so ernst in dieser Woche für unsere Zuschauer? Ja, es geht hier um langfristige Dinge. Natürlich sind die jetzt auch verdammt groß, die Karten. Darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht, aber ist egal. Es geht hier um Dinge, mit denen du länger was zu tun hast. Und das kann hier auch um Liebe sowie Beruf gehen. Und möglicherweise geht es auch um deine persönliche Vitalität. Das heißt, wie man sich jeden Tag so physisch fühlt. Das spielt ja auch eine große Rolle dabei, wie wir unsere Probleme angehen, welche Lösungen wir finden, wie wir überhaupt klarkommen. Also in dieser Woche wirst du damit zu rechnen haben, dass was auch immer zu tun ist, du wirst deinen Weg alleine gehen. Und wenn wir über die Liebe sprechen, steht der Eremit eher für das Alleinsein, den Rückzug, die Reflexion vergangener Geschichten, nicht so sehr für die Begründung einer neuen Verbindung. Was man aber dazu sagen muss, dass der Eremit oft auftaucht, wenn sich jemand Gedanken über euch macht, wie soll das werden mit euch beiden? Ja, es muss nicht unbedingt eine Absage an das Thema Liebe sein. Was wird in dieser Woche auf jeden Fall passieren? Transformation. Passt das nicht wieder wunderbar hier zum Eremiten, der ja reflektiert, was wird mit Sicherheit passieren in dieser Woche?
Ich habe jetzt ein bisschen umgebaut, wie ihr merkt. Wer meine Orakel öfter schaut, der weiß, dass ich auf der linken Seite immer eine Karte liegen habe, die dafür steht, was kommen für Energien von dir und was kommen für Energien von der Außenwelt. Jetzt habe ich aber ein bisschen umgeswitcht, um, sagen wir so, die Legemethode noch ein bisschen zu verfeinern. Transformation, das wird auf jeden Fall passieren. Im Ernstfall kann das bedeuten, dass irgendetwas zu Ende ist. Ja, in Sachen Liebe kann etwas zu Ende gehen, was sich vielleicht schon längere Zeit hingeschleppt hat. Und wenn der Karte der Tod auftaucht, hier nennt man es Transformation in diesem Deck, dann heißt das auch immer, dass es um ein natürliches Ende einer Sache geht. Diese Sache soll vom Universum gewollt zu Ende gehen. Und hierbei ist es egal, worum es geht, ob es jetzt um eine Hobby geht, ob es um was Familiäres geht oder die Liebe. Es ist ja nicht immer schlecht, wenn Dinge zu Ende gehen. Ja, wenn etwas zu Ende geht, gehen auch Belastungen, Sorgen, Nöte und Unsicherheiten zu Ende. Also die meisten Leute sehen die 13, den Tod, immer negativ, aber ich sehe das nicht so. Weil wenn man etwas zurücklässt, was sich lange Zeit geschleppt hat, und das sehen wir ja hier an dieser Energie mit dem Baum, dann ist es vielleicht besser, dass man das hinter sich lässt, damit man wirklich und tatsächlich auch weiterkommt. Ich möchte hier wieder einen Spruch anbringen von Isaac Newton: Der beste Weg, vorwärts zu kommen, ist, etwas zurückzulassen. Was lassen wir zurück oder was lässt die Reisegruppe zurück? Etwas, was ganz sicher sehr verletzend war, etwas, was sehr anstrengend war, etwas, was mit Druck zu tun hatte oder möglicherweise etwas, was, wie soll ich das jetzt sagen, was belastend war, was geschadet hat. Möglicherweise lässt du aber auch Entschlossenheit hinter dir. Irgendetwas kommt hier, wird mit Sicherheit passieren. Das kann so etwas sein wie ein Vertragsbruch. Das kann so etwas sein wie eine Absage. Das wird mit Sicherheit passieren. Irgendetwas ist zu Ende. Ich möchte jetzt nicht sagen Kündigung, weil Kündigung stellt sich in der Kartenkombination anders dar. Vielleicht sagst du auch jemandem ab oder schickst jemandem eine schriftliche Nachricht, eine Absage über irgendetwas, oder du erteilst einer Sache oder einer Person schon innerlich eine Absage. Mit irgendwas wirst du auf jeden Fall in KW 39 abschließen. Dann kommen wir mal zur rechten Seite. Was wird nicht passieren in dieser Woche? Und jetzt haben wir ja schon wieder hier massivste Wahrheitsfindung in dieser Legung. Also, was wird nicht passieren? Zwei der Münzen. Das steht immer so ein bisschen für Wankelmut, für Spielen, für Hin- und Hersein, für Instabilität. Ja, und das wird in dieser Woche nicht passieren. Also, was nicht passiert, ist eigentlich sehr, sehr gut für dich, weil du scheinst in einer ganz, ganz großen Sicherheit zu sein, dass das, was du da hinter dir lassen möchtest, dass das richtig ist, und du hast dann eine ganz, ganz große Entschlossenheit, das auch durchzuziehen. Was heißt das? Was wird nicht passieren? Ja, es kann hier um eine männliche Hauptperson gehen. Ihr wisst, dass ich Männer immer als Männer deute und Frauen immer als Frauen deute, weil das nach meiner, sag ich mal so, 40-jährigen Erfahrung eben auch immer genauso ist. Deswegen gibt es so viele Personenkarten im Tarot und im Lenormand eben Hauptpersonen, damit man das auch genau deuten kann. Was also nicht passieren wird, dass du zum Beispiel Wankelmut einer männlichen Hauptperson duldest, oder andersrum gedeutet, kann das auch bedeuten, dass jemand keinen Wankelmut an den Tag legt. Ja, und ich kriege hier ganz deutlich rein, dass du es vielleicht in der Liebe mit einer Person zu tun hast, die tatsächlich
wankelmütig war, vielleicht sogar über einen längeren Zeitraum reflektiert hat. Oder du hast das Ganze reflektiert, jemand hatte sich lange zurückgezogen und jetzt lässt diese Person den Wankelmut hinter sich. Das lässt jetzt natürlich hoffen, weil ich habe jetzt noch eine Klärungskarte dazu gezogen. Und hier scheint sich jemand seiner Gefühle für dich bewusst zu werden und hin und her überlegen, umentscheiden, ja, nein, hinter sich zu lassen. Und ich habe jetzt hier ein ganz dolles Kribbeln im Bauch, was sagt, das ist gut für dich. Das ist gut für dich. Also Wankelmut passiert nicht. Und alte Zöpfe auf der linken Seite zu sehen, Absagen, Dinge, die nicht funktioniert haben, die kannst du hinter dir lassen. Das wird also mit Sicherheit passieren. Das scheint jetzt also auch eine sehr interessante Woche zu werden. Genau, aber wie man so sieht, erstes Wochendrittel, hier haben wir noch einmal die 5 der Stäbe. Das heißt, du willst auch vorwärts streben, aber du kommst noch nicht so richtig vorwärts. Denn wenn wir vorwärts wollen im Leben, egal ob in der Liebe und im Beruf, müssen wir an den Energien der anderen Menschen vorbei. Und das scheint im Moment noch ein bisschen schwierig zu sein. Was ist da so schwierig im ersten Wochendrittel? Was ist da so schwierig? Bitte gebt uns doch mal, was dürfen die Zuschauer hier klären für sich? Also wenn wir jetzt haben wir hier einmal das Schiff. Das Schiff bedeutet ja auch immer Veränderung. Das Schiff bedeutet Übersee. Das Schiff bedeutet Urlaub. Das Schiff bedeutet Geschäftsbereich. Und hier liegen halt noch so ein bisschen karmische Beschränkungen drauf. Das heißt, und das, damit könntest du innerlich in einen Konflikt kommen. Das muss nicht heißen, dass äußerlich alles falsch läuft. Aber vielleicht kennst du das. Du schwimmst in einer Situation mit, aber innerlich kommst du nicht klar mit der Situation, zum Beispiel Berufsleben, ja, kennen wir alle sehr gut. Das heißt, die Energien sind hier noch ein bisschen blockiert, weil die Dinge langsamer vorwärts gehen als geplant und die gehen deswegen langsamer vorwärts, weil sie es noch nicht können. Hier steht das Karmische, der Turm steht ja auch immer für das Schicksal, hier stehen noch Beschränkungen im Raum, die müssen sich erst auflösen. Was wir nicht vergessen dürfen, wenn wir so in der Interaktion mit anderen Menschen sind, unsere Wünsche, Pläne, Ziele, Hoffnungen betrachten, dass sich das alles auch immer erst mit den karmischen Situationen in einer Gruppe abgleichen muss. Das heißt, wir sind wie so ein Stück Stoff, was aus vielen Fäden gewebt ist und ab und zu ist so ein kleiner Knoten im Faden. Und da müssen wir erstmal so eine kleine Extra-Runde drehen. Also mach dir aber deswegen keine Sorgen. Es geht einfach nicht so schnell vorwärts, aber es passt dir innerlich nicht. Kann ich sehr gut verstehen. Aber machen kannst du im Grunde nichts. Was du machen kannst, mit der Situation mitgehen und gucken, dass du aufgrund von innerem Konflikt nicht in eine Anspannung gerätst, ja? Guck, dass du deine Spannungen irgendwie ein bisschen abbaust oder dass du auch auf Spannungen der anderen nicht reagierst. Weil wenn du bewusst an diese Situation rangehst und schon weißt, da könnte jetzt so ein bisschen Interessendifferenzen sein, dann weißt du schon Bescheid und lässt es geschehen, redest nicht großartig dagegen an, weil du weißt, dass sich das wahrscheinlich in Kürze auflösen wird. Genau, und du wirst auch den richtigen Weg finden, hier mit diesen etwas aufstrebenden Energien, die noch nicht richtig aufsteigen können, umzugehen. 4 der Schwerter ist immer eine Energie der Ruhe, des Rückzugs. Du schließt mit dir erstmal eine Waffenruhe und das passt sehr gut zu dieser Situation. Du vermeidest es in dieser Woche, dass du dich an der Situation aufreibst. Augenblick der Ruhe. Guck mal, wie schön das hier formuliert ist. Eine bessere Beschreibung für diese Energie hätte es nicht geben können.
Und das bedeutet ganz einfach, man lässt diese Konflikte erstmal ruhen, lässt sich davon nicht so mitnehmen. Und man bringt den Situationen, die sich neu entwickeln in deinem Leben, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Wir haben ja jetzt einmal den Hinweis auf die Liebe, ja. Wir haben aber auch Hinweise auf das tägliche Leben, auf das Berufsleben. Alles muss sich in Ruhe entwickeln. Das ist wie ein Pflänzchen, das man einpflanzt. Du weißt Bescheid. Es muss erstmal keimen und aus der Erde kommen. Ja, du kannst also dir Zeit lassen. Du kannst was anderes machen in der Zeit und kannst hier im Vertrauen bleiben. Genau. Viert der Schwerter. Wir haben hier die Ruhe angesprochen und ich habe jetzt hier gerade noch mal geklärt mit dem Lenormand. Wir haben hier einmal den Mond, der steht ja für unsere Emotionen und hier ist so ein gewisser Ungeduld drin. Du möchtest natürlich emotional schneller vorwärts kommen, als du tatsächlich vorwärts kommst, aber du kriegst das hin. Ja, emotional bist du sehr zielstrebig und zwar hast du eine wunderbare Reflexion in dieser Woche und brauchst dir keine Sorgen machen, dass die Dinge für dich eskalieren. Nächstes Wochendrittel haben wir hier einmal eine neue Energie liegen. Oh, hier haben wir auch noch einmal das Ass der Schwerter für dich und das Ass der Schwerter. Hier klärt sich alles für dich auf im letzten Wochendrittel und es ist dir eben angeraten, wenn du halt längerfristig schon Gefühle für eine Person hast, bleib erstmal so ein bisschen bei dir, bleib in der Klarheit, vor allen Dingen in der Klarheit darüber, was du willst oder nicht willst. Lass dich nicht so schnell mitnehmen von so Schwingungen wie zum Beispiel Konfliktschwingungen. Man ist noch ein bisschen in der Waffenruhe, die Konflikte sind noch nicht endgültig gelöst. Aber du wirst auch am Ende der Woche die goldrichtige Idee haben, was zu tun ist. Hier spielt auch noch mal ein bisschen das Berufsleben rein in dieser Legung. Du hast eine unglaubliche Verankerung, du hast eine unglaubliche Stärke und das hast du dieser Idee hier zu verdanken. Was machst du denn da so Schönes? Was brütest du am Ende dieser Woche aus? Du scheinst irgendwie im Bewusstsein zu sein, erstmal, dass du im Bereich der Liebe eine Beziehung brauchst oder eine Verbindung brauchst, die ausreichend stark ist, die ausreichend überzeugend ist und auch im Berufsbereich wirst du dich stark machen, sodass du auch andere Leute komplett von dir überzeugen kannst. Ich schließe es nicht aus, dass du in dem letzten Wochendrittel KW 39 hier einen neuen Vertrag schließt. Das muss nicht eine andere Firma sein, das kann auch deine eigene Firma sein, bei deinem eigenen Arbeitgeber, muss ja nicht immer direkt seine Jobs wechseln, wenn es mal kritisch wird. Aber du hast irgendwie die richtige und zündende Idee und das wird sich alles sehr positiv auf deine Gesamtsituation auswirken. In dieser Legung wirst du wiederum aufgefordert, emotional zu wachsen. Und emotional wachsen kann man nur, wenn man auch tatsächlich mal etwas loslässt, alte Dinge loslässt, alte Verhaltensweisen, alte Muster, aber auch hin und wieder eine Person oder Personen, die einem nicht gut getan haben. Gute Nachricht, ich will es noch mal kurz zusammenfassen, für alle, die schon längerfristig ein Auge auf jemanden geworfen haben. Hier kommt Klarheit rein und der Wankelmut, der möglicherweise von der anderen Seite gekommen ist oder der vielleicht auch von dir gekommen ist, das muss man ja auch mal sagen, es kann ja auch von dir gekommen sein, der wird sich auflösen. Die Dinge werden
stabiler und wir können nur in eine höhere Entwicklungsebene kommen, wenn wir durch Konflikte hindurchgehen, wenn wir sie nicht vermeiden. So, was ist jetzt das Fazit dieser Woche? Was sagt die Abschlusskarte dieser Legung? Freude. Geh durch diese Woche durch, stör dich nicht an gewissen Reibungen, Interessenkonflikten. Du findest hier den harmonischen Weg raus und am Ende wird es deine Idee sein, die alle Konflikte und Probleme löst. Übrigens, damit ich jetzt nicht, das ist auch die Seelenpartnerkarte. Wie lang auch immer dein Weg mit einer anderen Person, mit einem potenziellen Partner, mit einer potenziellen Partnerin gewesen sein mag, es nimmt alles ein gutes Ende. Und ich finde, das ist ja mal wieder eine richtig, richtig, richtig gute Nachricht. Das heißt, was auch immer passiert oder passiert ist, du kannst das jetzt hinter dir lassen. Ich krieg gerade noch rein. Viele von euch haben vielleicht noch immer das Thema Vergebung gegenüber einer anderen Person. Es ist vielleicht an der Zeit zu vergeben und zu vergessen. Wir sind alle Menschen, wir machen Fehler. Manchmal sind wir uns unserer Muster nicht bewusst. Lass also mal fünfe gerade sein, denn wenn wir tatsächlich dauerhaft jemanden lieben wollen, dann muss man auch verzeihen können. Denn ohne Vergebung ist Liebe dauerhaft eigentlich auch gar nicht möglich. Zum Abschluss, uns hat hier begleitet, das habe ich ganz vergessen, ich wollte das am Anfang der Legung zeigen. Ich habe hier aus Gran Canaria einen wunderschönen Halbedelstein mitgebracht, ein rosa Turmalin, wenn ich mich nicht täusche. Der wird uns jetzt immer durch die Legungen begleiten. Ja, das ist ein ganz, ganz mächtiger Schutzstein. Und mir kribbelt es richtig in den Fingern, wenn ich den in die Hand nehme. Und scheint mir so, hier ist so eine Delle drin, da passt mein Daumen genau rein. Das fand ich jetzt witzig. Das nur am Rande. So, meine Lieben, ich sag euch für heute adieu. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Nehmt mir bitte nicht übel, dass ich im Moment nur die Wochenorakel mache, da andere Projekte im Moment meine Aufmerksamkeit fordern. Das ist aber, so hoffe ich, nur ein vorübergehender Zustand. Macht's gut, lasst euch nicht stressen, bleibt immer bei euch selbst. Bis zum nächsten Video.